So, jetzt aber. Ja, hoffentlich versetzt uns der Staatsanwalt nicht schon wieder. Nee, doch nicht an seinem Geburtstag. Ja, vielleicht hätte ich ihm am Telefon einfach gratulieren sollen und ihm sagen sollen, dass wir hier warten. Und was ist mit den Superkollegen Naseband und Grass? Die beiden sind noch fleißig am Ermitteln. Moment! Ja, jetzt! Hey! Hallo! Ach. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Also ich meine, ich war schon schnell mit dem Obduktionsbericht, aber das ist wohl ein bisschen übertrieben, oder? Hm, das sieht aber gut aus. Ja. Was haben wir denn hier? Lecker, oder? Ja, hallo. Hey, Moment mal. Hast du Geburtstag oder was? Nee, ich hatte doch letztens. Doc, Finger weg. Gut. Was hast du rausgekriegt? Fangen wir damit an. Du hast ja recht. Also, tja, also dem Opfer wurde zweimal in die Genitalien geschossen. Er ist innerlich und äußerlich verblutet. Dann konnte er wahrscheinlich auch keine Hilfe mehr holen. Ja, genau. Also die Beifahrertür stand offen, aber er hat es nicht mehr geschafft. Projektil war Kaliber 22, eine typische Sportwaffenmunition. Aber in der Familie Breumann besitzt jemand eine Waffe. Auf jeden Fall ist auf keinen eine zugelassen. Also Tatzeitpunkt war zwischen 9 und 9.15 Uhr, also circa eine halbe Stunde, bevor der Autofahrer den Mann gefunden hat. Das ist aber auch so blöd, dass das in so einer einsamen Ecke passiert ist. Da wohnt niemand, da fährt kaum jemand vorbei, das wird echt schwer, Zeugen zu finden. Also auf dem Weg hierhin war ich im Labor. Die Kollegen haben Spuren gefunden. Welche? Ja, also dieser Wagen muss irgendwie vor dieser Probefahrt gründlich gereinigt worden sein. Es fanden sich nur Spuren von zwei Personen drin. Wahrscheinlich vom Opfer und vom Täter. Ja, ganz genau. Einmal am Lenkrad Fingerabdrücke des Täters und ein winziges Haar. Vielleicht vom Täter. Es wird gerade analysiert. Also wenn wir Glück haben, haben wir dann die DNA des Täters. Das wäre gut. Und das war's. Und es gab im Fußraum des Fahrers irgendwie noch Reste von Sägespänen. Also, na. Wo kommen die denn her? So. Moment! Ja? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Sagen Sie mir, was soll das denn? Zum Geburtstag? Ich habe erst in einem Monat Geburtstag. Echt? Ja, natürlich. Aber, die sind ja wohl für mich, oder? Die kann ich ja schon mal mitnehmen. Was machen wir denn jetzt mit der Torte? Na, Auffutter natürlich. Herr Kirke, dazu auch ein Stück? Nein, danke. Ich bringe nur die Akte vorbei, die Sie haben wollten. Ach, das Verfahren gegen das Opfer? Ja, gegen Patrick Breumann. Das lief vor etwa 7 Jahren. Er wurde damals beschuldigt, ein junges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Ah, dann wurde ihm wohl deswegen in die Genitalien geschossen. Na, also. Wer hat die Anzeige denn erstattet? Die Ex-Lebensgefährtin. Sie hat gemeint, er hätte ihre Tochter missbraucht. Und das Urteil? Es gab kein Urteil. Der zuständige Staatsanwalt hatte das Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt. Dann war die Frau bestimmt ziemlich sauer. Und ob ich einen Riesenhass auf Patrick hatte? Jetzt Moment mal ganz langsam. Sie haben das Opfer vor circa 8 Jahren kennengelernt. Mhm. Aufgrund einer Kontaktanzeige. Ja. Ich habe mich anfangs gefreut. Kind, kein Hindernis stand in der Anzeige. Ich fand das toll, dass er so oft mit meiner Tochter gespielt hat. Wie alt war Ihr Kind zu dem Zeitpunkt? 11. Sie hat sich anfangs auch gefreut. Endlich wieder ein Papa. Patrick drängte dann bald darauf, dass ich mit ihr bei ihm einzog. Und das haben Sie dann auch gemacht? Ja. Ich habe mich zwar gewundert, wie schnell sein Interesse an mir nachließ, aber nun, ich dachte, Hauptsache, mein Kind hat wieder eine richtige Familie. Tja, Walter, was hat er mit Ihrer Tochter gemacht? Irgendwann merkte ich, dass sie ins Bett nässt und so verschlossen war. Sie wollte auch nicht mehr mit Patrick spielen. Haben Sie mal mit Ihrer Tochter gesprochen? Ja. Haben Sie sie mal gefragt, was los ist? Ja, aber sie hat zugemacht. Und ich habe gespürt, warum. Was hatte er denn für eine Gelegenheit, sich Ihrer Tochter zu nähern? Immer wenn ich im Nachtdienst war, ich bin Krankenschwester. Am nächsten Tag war meine Tochter dann ganz besonders auffällig. Haben Sie Ihren damaligen Lebensgefährten mal mit Ihrem Verdacht konfrontiert? Sicher. Er hat alles abgestritten. Ich habe ihn darauf dann sofort verlassen und ihn angezeigt. Tja. Aber es konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Nein. Nichts. Meine Tochter wollte nicht reden, deshalb wurde das Verfahren eingestellt. Es war bestimmt eine schwere Zeit für Sie. Haben Sie nie darüber nachgedacht, sich zu rächen?
Wieso sollte ich mich plötzlich rächen? 6,5 Jahre nach Einstellung des Verfahrens. Ich habe dieses Schwein und seinen Bruder, der ist ja vom gleichen Schlag seit dem Gerichtstermin nicht mehr gesehen. Was meinen Sie vom gleichen Schlag? Na, gucken Sie sich den noch mal an. Das weiß doch jeder, dass er auch nicht ganz koscher ist. Wo waren Sie heute Morgen? So gegen 9? Da bin ich gerade ins Bett gefallen. Ich bin erst gegen 8 Uhr vom Nachtdienst gekommen. Wie geht's Ihrer Tochter denn heute? Wo ist sie? Was macht sie? Wir haben keinen Kontakt mehr miteinander. Sie hat mir im Nachhinein die Schuld gegeben und mir vorgeworfen, dass ich nicht früh genug eingegriffen habe. Ich weiß noch nicht mal, ob sie hier noch in der Stadt lebt. Hallo Alex. Na, noch Kuchen für uns da? Ja, der Doc hat die verdrückt, bis auf ein Stückchen. Ein halbes. Sag ich doch. Übrigens, der Staatsanwalt war da. Ja, Hauptsache, ihr habt lecker Kuchen gegessen. Aber wir haben noch den Ersatz von Gerrit, der hat auch eine Torte gekauft. Obwohl, ehrlich gesagt, die sieht aus, als wenn sie von letzter Woche ist. Also komm jetzt mal rein. Ja, das könnt ihr erstmal vergessen. Ihr müsst mit der Frau des Toten sprechen. Es ging bei dem Mord wohl nicht nur um Geld und Autos, sondern eher um sexuellen Missbrauch. Was? Wieso? Der Kerl soll die Tochter seiner ehemaligen Freundin missbraucht haben. Und seine jetzige Frau hat doch auch ein Kind. Auch eine Tochter. Vielleicht hatte der Kleine auch was angetan. Was? Mein Mann soll sich am Kind seiner Ex-Freundin vergriffen haben? Vermutlich. Ganz genau wissen wir es natürlich noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, immer keine falschen Verdächtigungen hier. Und ich habe überhaupt nichts gemerkt. Inas Reitlehrerin hat noch so Andeutungen gemacht, aber ich bin da nicht drauf eingegangen. Und jetzt kann ich mir auch die Kratzer erklären. Sag mal, wovon redest du denn? Davon, dass Ina sich völlig verändert hat in letzter Zeit. Sie war doch ganz in sich gekehrt. Sie hat nur noch am Reiten Spaß gehabt. Mein Gott, wie blind muss ich gewesen sein? Naja, also vielleicht waren Sie doch nicht so blind. Was? Vielleicht haben Sie Wind von der Sache bekommen und ihn getötet. Die Art und Weise, wie er gestorben ist, würde passen. Was? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung gehabt. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte sicherlich... Wie wird denn mein Bruder jetzt überhaupt dargestellt? Der hat doch überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Wie nichts gemacht? Womöglich hat Ihr Bruder seine kleine Stieftochter missbraucht. Wo ist denn da das Problem? Bitte? Was? Nimm das sofort zurück! Nimm das sofort zurück oder ich stech dich ab! Frau Bräumann, machen Sie keinen Quatsch. Legen Sie die Schere weg, bitte. Meine Tochter. Geh raus. Die muss nicht auch noch hochkommen hier. Ja, ich mach das schon. Frau Bräumann, zum letzten Mal. Legen Sie die Schere weg, bitte. Du rührst dich nicht von der Stelle. Ich will jetzt genau wissen, was passiert ist. Die ganze Wahrheit. Was hat Patrick mit meiner Tochter gemacht? Der Tote hat anscheinend seine Stieftochter missbraucht. Und Sie sollen die Mutter davor gewarnt haben. Hallo. Also, was wissen Sie darüber? Was guckst du denn so? Ist was? Das sagt doch wohl alles, oder? Warum soll sie sich denn sonst geritzt haben? Sie haben aber auf sich genommen. Krass, hallo? Also, ich habe jetzt das endgültige Ergebnis von der Untersuchung der Spuren aus dem Auto hier. Das kleine Haar, das am Lenkrad war, weißt du ja. Ja klar, das womöglich vom Täter stammt. Ja, genau. Das stammt aber nicht vom Täter. Sondern von einem Pferd. Und an diesen Sägespänen, die im Fußraum lagen, waren noch Anhaftungen von Pferdemist. Mensch, was soll das denn? Gerrit, komm mal hoch! Du hast mich fast umgebracht, blöde Kuh! Wir müssen doch nicht den Helden spielen, ich bin doch hier. Schade, dass sie dich richtig erwischt hat. Du bist kein Deut besser als Patrick. Mama, was ist denn? Hast du was angestellt? Schau dir die Kleine doch an. Hey. Was soll denn die ganze Aufregung überhaupt? Die sollten sich mal ein bisschen zurückhalten, ja? Perfekt. Was soll das denn? Mann! Das war genauso ein mieses Schwein wie Patrick! Ist jemand verletzt? Nein. Moment mal jetzt. Jetzt verstehe ich erst. Sie wurden auch als Kind missbraucht. Deshalb auch die Narben. Ja. Ich wollte doch nur Ina schützen. Aber Sie haben ja nicht richtig zugehört. Und
haben Sie ihn in die Falle gelockt. Er dachte, es ist eine ganz normale Probefahrt. Aber wollten Sie ihn eigentlich nur erschießen? Nein, ich wollte ihn nicht erschießen. Ich wollte ihn einfach nur irgendwie dazu bringen, dass er selbst zur Polizei geht und sich anzeigt. Das müssen Sie mir glauben. Ich wollte ihn doch nicht erschießen. Das wollte er anscheinend nicht, oder? Mich angegrinst, so ekelhaft, und hat sich zwischen die Beine gezeigt. Und dann hat er versucht, mir die Waffe abzunehmen, und auf einmal ist es dann passiert. Dann haben sich die Schüsse eben gelöst. Oh, ausgerechnet jetzt. Warte mal kurz. Danke. Ach nee, jetzt sagt bloß, ihr kommt auch schon. Ja, du Komikerin, echt. Ja, wir wollten unbedingt dem Staatsanwalt zum Geburtstag gratulieren. Und vor allen Dingen wollten wir ihm unsere sauber gereimte Karte übergeben. Naja, aber uns ist der Sprit ausgegangen. Ja, Michael, deine Ausreden werden immer billiger. Nix Ausreden. Und unsere Tankerzeige ist irgendwie im Eimer. Ja, nee, ist klar. Übrigens, ihr habt überhaupt nichts verpasst, weil der Staatsanwalt hat heute gar keinen Geburtstag. Erst in 4 Wochen, in einem Monat. Nächsten Monat erst. Aber du hast doch gesagt heute. Ich? Das hast du mir doch erzählt. Moment mal, Alex. Also der Gerrit hat mir das gesagt. Was ist los? Mensch, Michael, hilf mir doch lieber bei den Geburtstagsreihen. Sekunde. Jetzt pass auf, der letzte Teil geht los. So ist er halt, der Staatsanwalt. Sivarion Kirkidaze. Trifft immer ein Schwarze. Tatjana Grimm wurde wegen fahrlässiger Tötung und versuchten Totschlags zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren verurteilt. Ingrid Breumann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 5 Monaten verurteilt. Ihre Tochter befindet sich in therapeutischer Behandlung.